Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und zwar habe ich heute für euch zwei Blister der Lego Ninjago Serie 4. Zwei geile Lemmys dabei und in jedem Blister sind 5 Booster drin. Ja, ich denke mal, ich mache jetzt erstmal das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja. Heute zwei Blister der Lego Ninjago Serie. Ein Blister kostet 4,99 €. 25 Karten und inklusive 5 Spezialkarten. Upsa, Entschuldigung. 5 Spezialkarten plus limitierte Goldkarte. Ja. So ist die Rückseite und ich denke mal, dann machen wir mal das Ding auf hier. Also ich habe mir die Sachen halt selbst gekauft, aber ich mache trotzdem hier oben Werbung hin. Irgendwo links oder rechts oben. So, dann öffnen wir das mal. Nicht wundern, ich habe wieder mit der Haut zu tun, aber darum geht es ja hier jetzt nicht. Ich hoffe, euch macht das nichts aus. So. Dann holen wir das mal raus. Das hier kann in den Müll. So, das ist hier die erste Limmy. Das ist die LE15. Zanevis zerknautschter Jäger. Oh, lol. So. So, die machen wir gleich auf. Ich mache jetzt schon mal den zweiten auf. Dann habe ich den Müll wenigstens schon beiseite. So. Zack. Auf das Ding hier. Und die Booster raus. Und die Limmy. Zack. Auch in den Müll. Oh, das war neben dem Mülleimer. So. Hier haben wir Kai versus Maulkorbjäger. Die legen wir mal hier so oben in die Ecke. Dann werde ich wahrscheinlich das Werbung-Ding hier oben haben. So. Mal schauen, wie viele verschiedene Booster wir haben. Hier sind schon mal 2, 3, 4 verschiedene. Ich glaube, das sind auch die einzigsten. Ja. Mehr gibt's nicht, glaube ich. So. Dann öffnen wir mal Booster Nummer 1. So. Ich nehme das Video hier auf vor dem Bayern-Spiel gegen Bremen im DFB-Pokal. Ich hoffe, ihr habt alle mein Orakel gestern gesehen. So, hier haben wir als erstes wütender Skalis. Sieht man gar nicht richtig. Es hat so ein bisschen... doch, man sieht es ein bisschen. Ein kleines bisschen sieht man es. So, das... wenn man das hoch und runter macht. So. Dann haben wir eine Basekarte. Stolzer Cole. Dann haben wir hier wahrscheinlich ein Puzzleteil. Yep, so ist es. Ich wollte eigentlich das... ich wollte die Mappe eigentlich springen. Also das Starterpack und so. Aber wie ich es hochgeladen habe, war die Datei weg. Gamadons Macht und da steht drauf, in diesem Zug erhalten deine verbündeten Schurken plus 10 auf alle Werte für jeden Schurken in der Arena. Ziehe eine Karte. So, und hier haben wir, wie heißt die nochmal? Erddrache. Steht das hier irgendwo drauf? Ich könnte euch ja auch eigentlich mal zeigen, was hier so drin ist oder drin sein könnte.
Also, 5 Karten sind in jedem Booster. Es sind genau 252 Karten. Davon sind Standardkarten, 61 Charakterkarten, 45 Aktionskarten, 27 Fahrzeugkarten und 27 Puzzlekarten. Dann Spezialkarten, 26 Holo-Folienkarten, 6 Drachenmeisterkarten, 32 Kristallkarten, 16 Ultra Gut versus Böse Doppelkarten in jedem vierten Booster, 10 Drachen Doppelkarten in jedem sechsten Booster und 2 goldene Drachen Doppelkarten in jedem 25. Booster. Und ich denke mal, das hier ist eine Drachen Doppelkarte. So, zweiter Booster. Hier haben wir wieder eine Base-Karte. Stolzer Jay. Hat mir den nicht auch schon mal irgendwo? Ah ne, das hier ist Stolzer Cole. Ah, Stolzer Cole und Stolzer Jay. Dann haben wir hier noch Stolze Nia. So, dann haben wir hier eine Aktionskarte. Singt dein Lieblingslied ohne zu lachen. Alter. Plus 50 auf alle Werte deiner Verbündeten bis zum Ende des Zuges. Könnt ihr singen Sail von Ben Masterful. Hier eine Fahrzeugkarte. Samurai Roboter. Ziehe zu Beginn deines Zuges immer eine zusätzliche Karte. Wirf danach eine Karte von deiner Hand auf den Ablagestapel. Die machen wir mal hier hin. Ist aber eine Fahrzeugkarte. Also wieder eine extra. So, was haben wir hier? Hier haben wir irgendwie wieder eine Doppelkarte. Wie hießen die denn jetzt nochmal? Drachenkarte? Ist das hier wahrscheinlich? Blablabla. Doppel. Gut, was ist böse? Könnte das sein hier? Ultraduell Eisenbaron. So, dritter Booster. Zerknautschter Jäger. Das ist eine Basekarte. Oh, hier haben wir wieder eine. Irgendwie so eine Holo-Karte oder wie die sich nennt. Legacy Jay oder wie die sich nennt. Da seht ihr den Namen unten links. Wo machen wir die hin? Wo ist denn die andere gewesen? Ah, hier. So, da haben wir dann nochmal eine Aktionskarte. Ninja Go Zane. Dein Gegner muss seine Hand offen zeigen und eine Karte deiner Wahl von seiner Hand unter sein Deck legen. Ziehe eine Karte. Aktion hier. Dann haben wir hier eine Fahrzeugkarte. Cole Drachenmeister. Die oberste Karte auf deinem Deck deines Gegners muss immer offen liegen, solange diese Karte aktiv ist. Sieht cool aus. Oh, da haben wir Power Cole. Die sieht gut aus. Was haben wir, was sind das für eine? Machen wir mal hier hin. Weiter geht's. So. Da haben wir krasser, böser Skip. Dann haben wir Gravis, Meister der Schwerkraft. Auch wieder so ein. Ja, ist das ein Holo oder wie nennt man das nochmal? Ihr könnt es ja mal in die Komi schreiben, wenn ihr es wisst. Hier haben wir wieder ein Puzzleteil. Und hier kommt das nächste schon. Und hier haben wir Team Skelette. Oh. Auch cool aus.
Die machen wir hier hin. Hört ihr da den Regen hinter mir? Hier macht's ganz schön. So. Oh, hier. Spielregeln. Aber ich spiele das ja nicht. Hier haben wir wütender Steinschwertkrieger. Auch wieder so. Oh, nochmal so eine. Hier haben wir Skylore, Meisterin des Bernsteins. Ja. Dann haben wir eine Aktionskarte. Umrankt. Lege diese Karte auf eine gegnerische Fahrzeugkarte. Der Bonus und der Effekt gelten nun dauerhaft für dich. Hier haben wir wieder eine Fahrzeugkarte. Und zwar, ich bin hier zu Kai, wirf eine Karte ab, um eine Aktionskarte zu spielen. Und da haben wir dann böse Chat-Check. Warum das nicht böser da steht? Ist das eine Sie? Ja, keine Ahnung. Ist auch egal, ist ja egal. Ihr könnt ja mal auch in die Kommis schreiben, ob ihr auch Lego Ninjago sammelt oder irgendwie andere Serien. Also ein paar Leute weiß ich ja, dass sie sammeln. Aber es ist halt immer so eine teure Sache, jede Serie zu sammeln. Hier haben wir Teuks, Meisterin des Gifts. Also alles, was ich hier unboxe auf meinem Kanal, das habe ich mir alles selbst gekauft. Also ich werde hier nicht gesponsert oder sonstiges. Postbote, wenn ihr das meint oder ihr denkt, dass das bei mir so wäre. Wäre natürlich toll. Oh, hier haben wir wieder eine Aktionskarte. Karaoke. Sing dein Lieblingslied ohne zu lachen. Plus 50 auf alle Werte deiner Verbündeten bis zum Ende des Zuges. Hatten wir den nicht schon mal? Nee. Okay, aber die andere war doch fast genauso. Oh, wir haben hier eine Fahrzeugkarte wieder. Zahnes Schneemobil. Wenn du diese Karte ausspielst, muss dein Gegner seine aktive Fahrzeugkarte auf den Ablagestapel legen. Dann haben wir hier böser, beinloser Jäger. Also normalerweise für diese Serie müsste man eigentlich schnell alles voll bekommen. Also bei 200 noch was Karten. Also, denke ich mal. Also ich habe schon ein paar sortiert hier. Wenn ihr mal ein Mappen-Update sehen wollt. Oh gut, so viel habe ich eigentlich noch nicht ausgepackt. Aber wenn ihr es trotzdem sehen wollt, könnt ihr es ja mal schreiben. Hier haben wir wütender Phantom. Mit einem Doppelkopf. Von der Schlange. Die kommt hier hin. Dann haben wir hier eine Basekarte. Wütender Maulkorbjäger. Maulkorb. Manche bräuchten echt einen Maulkorb. Dann haben wir hier eine Aktionskarte. Und entferne alle Drachenmeister aus der Arena und lege sie auf den Ablagestapel ihrer Besitzer. Dann haben wir hier noch ein Puzzleteil. Also Puzzleteile, da habe ich eigentlich nicht so viele. So, hier haben wir Power Meister Wu. Also von der anderen Serie, ich glaube 3 oder 2 habe ich noch ziemlich viel zum Auspacken. Falls ihr die auch mal sehen wollt. Da habe ich, was habe ich denn da eigentlich noch? Muss ich mal gucken. So. Aber ich glaube, die meisten wollen immer Fußball sehen. Glaube ich. Aber so ganz sicher bin ich mir ja nicht. So, hier haben wir krasser Chopper Maroni. Was der für ein Gesicht hat. Und sein rotes Schwert.
Hier haben wir Team Schlangen. Also die könnten wir eigentlich schon mal gehabt haben. Hier haben wir eine Aktionskarte. Gefangen. Lege diese Karte auf ein freies Feld in der Arena. Das Feld ist für deinen Gegner dauerhaft blockiert. Oh. Und die nächste Aktionskarte. Hier haben wir Ninja Go Nya. Im nächsten Zug deines Gegners findet kein Duell statt. Ziehe eine Karte. Und hier haben wir böses Team Legacy? Okay. Nice. Die kommt hier hin. So, noch zwei Booster. Dann hätten wir es. Ich hoffe, euch gefällt sowas. So. Aber ich merke, dass euch im Moment die Orakels gefallen. Also da sind die Aufrufe im Moment ziemlich hoch. Also für meine für meine Aufrufe, ja. Hier haben wir Ninja Zane. Ein weißer Ninja. Dann haben wir hier Ash, Meister des Rauches. Wie Dampfriese mit seinem Rauch. Hier haben wir eine Fahrzeugkarte. Immer wenn du eine Karte von deiner Hand abwirfst, darfst du eine neue Karte ziehen. Okay. Hier haben wir die nächste Fahrzeugkarte. Hier haben wir Mutter der Drachen. Du darfst jeden Drachen spielen. Wenn ein beliebiger Drachenmeister als dein Verbündeter in der Arena liegt. Oh, hier haben wir... Ist das gut gegen böse? Oder ich weiß jetzt nicht genau. Hier haben wir Ultra-Duell Lloyd. Also denke ich mal, dass das hier gut gegen böse ist. Kommt dann hier hin. Also die sind echt selten, finde ich. Die anderen Karten, ja. Ich muss mal schauen, dass ich mir noch die anderen Blister besorge. Das hier waren ja jetzt nur zwei. So, letzter Booster hier. Team Steinschwertkrieger. Da ist der wieder mit den roten Schwertern. Hier haben wir Beinloser Jäger. Oh. Dann haben wir hier ein Puzzleteil. Noch ein Puzzleteil. Und dann haben wir hier... Oh nein. Doppelt. War das jetzt die erste Doppelte? Ich weiß es nicht. Ja. Also die zwei Limis hier. Dann hier die Holo-Karten oder wie sich die nennen. Hier sind auch so ähnliche Holo-Karten. Fahrzeugkarten, Aktionskarten. Hier die... Dinosaurier-Doppelkarten. Dann hier die... Gut gegen böse Doppelkarten, Puzzlekarten und die Basekarten. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und gebt ordentlich einen Daumen nach oben. Und ja. Falls du noch kein Abonnent von mir bist und dir mein Kanal gefällt, lass kostenlos ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.